herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit Freie Bilder für meinen Unterricht finden. Wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit der Herausforderung, Bilder, freie Bilder zur Weiterverwendung im Internet zu finden und diese für unsere Unterrichtsmaterialien zu verwenden. Hierfür stelle ich Ihnen die allgemeine sowie spezifische Suche, die Creative Commons Organisation und ihre Lizenzen sowie unterschiedliche Suchmaschinen vor. Wir nehmen nun an, dass wir für unseren Biologieunterricht Bilder zum Thema Imkerei, im Speziellen Bilder von Bienenwaben, benötigen. Die erste Station zur Suche wird bei vielen die Suchmaschine Google sein. Geben wir hier unseren Suchbegriff Waben, Biene ein, erhalten wir auch schon eine Menge an Suchergebnissen. Da wir nur Bilder haben möchten, ist es in erster Linie sinnvoll, direkt zur Kategorie Bilder zu wechseln. Eine Menge von vielen brauchbaren Bildern erscheinen nun im Browser. Nun ist es jedoch bei Medien im Internet, so wie zum Beispiel in der Musikindustrie auch, dass nicht alle Werke zur Weitergabe, kommerziellen Nutzung oder zur Bearbeitung freigegeben sind. Da wir für unseren Unterricht natürlich nur zur kommerziellen Nutzung freie Bilder benutzen sollten, ist es hier sinnvoll, die Suche nach gleich solchen Bildern zu filtern. Auf Google klicke ich hierfür auf Suchoptionen und sehe, dass Prompt-Filteroptionen erscheinen. Von der Größe bis hin zum Dateityp oder auch Zeitraum, an dem das Bild online gestellt wurde, die Suchergebnisse lassen sich anhand wenigen Klicks optimieren. Wir klicken für unsere Suche auf Nutzungsrechte und sehen, dass man nach komplett freien Inhalten, das heißt zur Weitergabe und Bearbeitung, bis hin zur nicht kommerziellen Nutzung nur für den privaten Gebrauch filtern kann. Bevor wir die Suche jedoch optimieren, möchte ich auf die einzelnen Lizenzen genauer eingehen. Die gemeinnützige Organisation Creative Commons ermöglicht Nutzern, bestimmte Rechte ihrer Werke, sei es jetzt Bilder, Musik oder andere Dateien, urheberrechtlich zu schützen. Es erlaubt den Nutzern, ihr Urheberrecht zu behalten und somit zum Beispiel Dritten den Verkauf von ihren Werken auf kommerzieller Weise nicht zu ermöglichen. In Summe gibt es 6 Lizenzen. Diese reichen von der komplett freien Benutzung von Bildern bis hin zu nicht kommerziellen und nicht zur Bearbeitung freien Werken. Jede Lizenz besitzt ein Kürzel und ein dazugehöriges Icon, das zur Wiedererkennung dient. Neben Google gibt es natürlich weitere Plattformen, wo man nach Bildern suchen kann. Eine große Bilderdatenbank bietet uns Flickr.com. Auf Flickr.com ist die Suche ähnlich wie auf Google. Man gibt den Suchbegriff ein, optimiert diese anhand der erweiterten Suche mit den Angaben zu Creative Commons. Je nachdem, in welcher Größe wir das Bild benötigen, können wir es mit einem Klick downloaden. Aufgrund der Angabe von den Creative Commons Icons wissen wir, dass wir ein für uns passendes freies Bild gefunden haben. Wir dürfen es kommerziell nutzen und auch bearbeiten. Gespeichert wird das Bild, wenn nicht anders in den Browser-Einstellungen angegeben, üblicherweise im Download-Ordner. Damit in weiterer Folge die Nutzungsrechte des Bildes klar sind, ist es ratsam, das Bild mit dem entsprechenden Kürzel und dem Namen des Urhebers zu speichern. So müssten Sie die Quelle des Bildes angeben, wenn Sie es zum Beispiel in eine Lernplattform oder in andere Unterrichtsmaterialien einbinden würden. Ich möchte Ihnen nun eine weitere Fotoplattform vorstellen, Pixabay. Pixabay bietet wie Flickr.com eine Online-Datenbank, wo private Nutzer ihre Werke anderen zu unterschiedlichen Lizenzen verfügbar stellen. Ich habe hier die gleichen Möglichkeiten, nach Bildern zu suchen, wie auf Google und so wie auf Flickr.com. Man gibt einen Suchbegriff ein, bekommt das Ergebnis jede Menge Bilder von unterschiedlichen Usern zu unterschiedlichen Lizenzen. Die Bilder sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Ein Unterschied zu Flickr ist jener, dass man beim Download einer Datei zu Sicherheitszwecken einen Code eingeben muss. Sie wissen nun, wo Sie im Internet freie Bilder für Ihren Unterricht finden und unter welchen Lizenzen diese angeboten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin viel Freude mit Coffee Cup Learning.